Moin moin und damit willkommen zu einem Spezial. Und zwar war die Frage von Mr. Scamson Knight, ob ich nicht mal die ja, Charaktere präsentieren kann. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, wie ich das kann, und habe mich dann dagegen entschieden, dass ich das Ganze bei Fantasy Grounds präsentiere, weil da nicht alle Daten regelmäßig nachgetragen werden, sondern nur die Sachen, die man braucht. Und daher können wir jetzt einfach mal die vier Charakterbögen, fünf Charakterbögen durchgehen, die sich hier so im Laufe der Zeit angesammelt haben. Wir haben Ephadaios und Kiaras, Karinor, Yarlan, Greifenmund, Romilly und auch Achmat. Und da können wir einfach mal drüber gucken, was da so passiert ist im Laufe der Zeit. Ephadaios ist wie gesagt ein Mittelländer bzw. ein Zyklopäer, kam da von der Insel und war generell immer konzipiert als Ephad-Geweihter. Einige waren sich nicht ganz sicher, ob er nur ein Swafnir-Geweihter war. Nee, er war Ephad-Geweihter und nein, er hatte auch keine breit gefächerte Bildung. Ja, Sozialstatus war, ich glaube, nicht immer 6. Doch, war immer 6 und ist dann angestiegen aufgrund einer Medaille, die ihm verliehen worden ist. Das sind die letzten Werte, die ich von ihm habe, von den Attributen her. Wenn euch da noch irgendwas gesondert interessiert, könnt ihr da auch gerne das Video einmal pausieren und einmal generell drüber schauen. Aber ja, da könnt ihr dann auch die Abenteuerpunkte sehen. Das ist so ganz generell zum Ende des Ephadaios gewesen, als er dann mit seinem Pakt zum NPC wurde, beziehungsweise ja, die weiteren Bedingungen, was mit ihm passiert, wird dann ja demnächst geklärt, aber so zu diesem, also aktuell verfügen die Leute so über 7.000, 8.000 AP. Ja, der besondere Besitz, das war mal ein besserer Effortbart, den hat er allerdings auch nicht mehr, der macht ja aktuell keinen Sinn. Den hat er irgendwo weggesperrt auf der Arche und der steckt da auch immer noch irgendwo rum. Niemand weiß genau wo. Er war ein Viertelzauberer mit einem Schutzgeist und zwar von immer, also von vornherein. Und das hat er auch nicht irgendwie von mir bekommen. Diesen Vorteil, den habe ich ihm nicht geschenkt, den hat er von vornherein. Und hier kann man auch noch eine riesige Liste an Nachteilen sehen. Das Gesucht 1 habe ich ihm nachträglich eingedrückt. Genauso den Paktierer, den hatte er freiwillig genommen. Alles andere ist von seiner Seite aus ja mit reingenommen. Vieles hat er wohl nicht so sehr ausgespielt. Auch hier bei Impulsiv, die finden Sachen fehlten ihm, glaube ich. Die körpergebundene Kraft. Ich wollte ihm teilweise mal die Haare wegnehmen, abschneiden. Das hat er nicht mit sich machen wollen. Das waren dann die strähnigen Haare auf Maraskan. Das Medium ist auch nur einmal getriggert, mondsüchtig ein paar Mal, aber da ist er selbst auch nie drauf gekommen, dass er da Entrückung entfernt. Die Vorurteile gegen Freibeuter, Söldner und Gelehrte, ich habe ihm davon abgeraten, er wollte sie haben und die hat er teilweise, also dann hat er sie auch noch abgebaut mit den Abenteuerpunkten, die dann kurz danach noch folgten. Da hat er dann die Vorurteile gegen Gelehrte hat er weggekauft. Ja, hier noch ein paar Sonderfertigkeiten, wie gesagt, wenn euch da irgendwas interessiert, dann auf Stopp machen. Die Talente, auch da kann ich gerade wenig zu sagen. Er hat halt mit dem Speer, mit seinem Effortbart hat er gekämpft. Raufen und Ringen, mit dem Ringen hat er ein bisschen was gemacht. Und versuchte sich da so ein bisschen dann mit den Ringenregeln zu retten. Immer dann, wenn es irgendwie sinnvoll war. Ja, ich überlege gerade, Schwimmen 10 ist ganz okay für eine Ferdi, aber auch nichts, was irgendwie herausragend ist. Lehren auf 7. Das haben quasi alle die Helden, denn die bringen sich gegenseitig etwas bei. Alles, was sie irgendwie an Talentwerten haben, das bringen sie dann dem anderen bis Talentwert minus 2 bei. Und dann sparen sie sich immer eine Spalte. Ja, das ist der Effortbart. Das ist jetzt, ich glaube, ist das ein besonderer Besitz. Genau, TP. Das ist der erhöhte TP-Schaden und eine Ifans-Hai-Lederrüstung, die wollte er unbedingt haben. Den Schild hatte er auch noch irgendwo, hatte er sich den mal zusammengebaut im Forum, aber den hatte er eigentlich nie benutzt. Und hier ist nochmal das Inventar, auch das, wenn euch das irgendwie interessiert, da dann auf Stopp machen. Gut, wir kommen zu Kiaras. Der ist ja relativ neu dabei und ich weiß nicht, ob der zurzeit schon viele Fans hat, aber das ist mal ein genereller Kasten, so wie er mal gebaut worden ist. Kiaras kommt aus einer anderen Grunde und hat da auch schon einen Fähnrich gespielt. War da auch schon Kapitän und für diese Runde hat er den Charakter dann nochmal neu zusammengebaut und das, was eben damals ihn
ihn in dieser Kampagne, in einer anderen Kampagne bei einem anderen Spielleiter widerfahren ist, das hat er hier so ein bisschen versucht einzuarbeiten und das ist ihm dann auch gelungen. Da kann ich gerade wenig zu sagen. Adlige Abstammung sollte klar sein, wenn er ein Karinor ist, beziehungsweise ein Grande, Grandensohn. Herausragendes Aussehen, ist also ein Frauenschwarm. Innerer Kompass, soziale Anpassungsfähigkeit und Verbindung hat er nach Alanfa. Ja. Kälteempfindlichkeit, dann sollte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Wenn es, ja, wenn es kalt wird, klar. Ja, da kann man schon sehen, der hat ein paar Wissenstalente, die vielleicht noch wichtig werden. Er selber kämpft mit Fechtwaffe und einem Parierdolch und da ist er so ein bisschen in den Fechtwaffen drin. Da könntet ihr auch nochmal bei den Sonderfertigkeiten nachschauen. Und ja, wie gesagt, wenn euch da wieder was interessiert, schaut nochmal nach. Hier ist dann seine Rüstung, die er so aktuell angezogen hat. Das ist vielleicht bei Jalan noch ein bisschen interessanter. Der hat nämlich einen Flickenteppich aus Rüstungen verschiedenster Art. Und ja, hier, wie gesagt, nochmal das Inventar. Niobaras Sterntafel, auch nochmal sehr interessant. Wenn irgendwelche Fragen zu diesen HTMLs auftauchen sollten, dann stellt die auch gerne. Ich versuche die dann zu beantworten. Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor. Ja, mittelländischer Landadel. Ist ein Ritter des alten Schlags, könnt ihr hier sehen. Ist natürlich ein GP-Grab. Aber naja, gut, hilft ja nichts. Sozialstatus ist mittlerweile 9. Der ist auch, glaube ich, angehoben. Der war noch nicht immer so hoch, meine ich. Da hat er ja auch, wie gesagt, eine Auszeichnung bekommen auf der Seeadler von Beilung, die seinen SO ansteigen ließ. Ja, hier Mut nochmal zweimal gesteigert, Körperkraft zweimal gesteigert. Und damit könnte er jetzt mit den beiden 16er-Werten, könnte er jetzt einen Waffenmeister lernen. Ich weiß nicht genau, was es dann wird, hat er bisher noch nicht gesagt. Aber der anderthalb Händler folgt auf alle Fälle. Ja. Begabung für Talent, das, ja, wenige Vorteile, aber den anderthalb Händler nutzt er wohl ziemlich häufig, den Bogen wohl eher nicht. Er ist eisern, Ausrüstungsvorteil 1, das war das verbesserte, leicht verbesserte Schwert. Adlige Abstammung. Feind ist mittlerweile auch ganz weggekauft, er erstattet normal auf 10. Das war, wie gesagt, Myria, die ihn begleitet hat und hat er jetzt nach und nach weggekauft. Und Myria ist ja mittlerweile auch keine Knappe mehr, sondern eine Ritterin. Ja, hier sind die ganzen Sonderfertigkeiten. Hat ja auch ein paar Talentspezialisierungen auf Waffen. Doch auch der Steuermann, den hat er sich auch noch gekauft. Die Talentwerte für den Kampf. Da kann man natürlich sehen, dass er noch ein bisschen was drauf hat mit der 21. Attackewerte von 22, 17. Da kann man schon mal ein paar Wuchtschläge ansagen. Ja, genau. Heraldik, Kriegskunst 15. Da sieht man, dass das schon ein bisschen breiter gefächert ist, weil er auch ein bisschen länger dabei ist. Und dann steigert man natürlich ja, alles so ein bisschen. Hier Elfenbogen ist natürlich kein Elfenbogen, den er hat, sondern ein Echsenbogen. Den exischen Langbogen, den ich ihm auf Maraskan geschenkt habe, der nicht entspannt werden muss. Und ja, da habe ich ihm einfach gesagt, nimm die Wo-Erwerte vom Elfenbogen. Hat er nicht umbenannt. Ist aber quasi egal. So, und das ist jetzt dieser Flickenteppich an Rüstung, sodass er hier generell auf einen Gesamtrüstungsschutz von 8 kommt. Je nachdem, wo man ihn dann trifft, stacken dann verschiedene Rüstungsschutze übereinander. Die Behinderung wird dann auch ja, mit Sternchen dann eben, kann man dann hier eben sehen, mit Sternchen die Behinderung berechnet und mit der Rüstungsgewöhnung kann er da dann auf relativ hohe Rüstungswerte kommen und kann dann eben den Tank spielen, ja, den Ritter eben. Ja, und hier ist nochmal das Inventar. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Besonderes dabei ist. Eher nicht. Hat noch einen kleinen Schaller, den benutzt aber auch wenig. Großschild. Ja, gut. Wie bei uns Dreispitz. Das ist die HTML von Yalan. Ja, dann haben wir hier noch Romilly. Bei der Hexe ist das Besondere, dass sie mit 3000 AP mal bei einem anderen Spielleiter gespielt hat. Wie so viele andere vor ihr auch, die dann hier eingestiegen sind und alte Charaktere genommen haben. Und sie hat die 3000 AP behalten und wollte nicht auf unsere AP aufstocken. Und daher habe ich ihre Proben teilweise ein bisschen leichter gemacht als die von anderen,
Das hat dann nichts mit Bevorteilen zu tun, sondern einfach nur damit, dass sie nicht die hohen Werte von den anderen hatte. Ich habe ihr dann immer ein paar AP mehr gegeben als den anderen, also eigentlich mal doppelt so viele AP. Wenn die anderen 100 bekommen haben, hat sie 200 bekommen. Und dann konnte sie nach und nach so ein bisschen nachleveln und ja, auf die Gruppe sich dann anpassen. Ja, auch sie ist eine Adlige. Besonderer Besitz Stufe 1, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, was das ist. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, was das ist. Gutes Gedächtnis, Prophezeien, Tierfreund. Tierfreund wusste ich auch gar nicht, das hatte sie auch eigentlich nie benutzt. Gibt ja auch wenig Tiere in der Kampagne und auch ihre Eule wurde gar nicht so oft benutzt. Verhüllte Aura, Vollzauberer. Aber eine verhüllte Aura ist natürlich gar nicht so geil, wenn man sich offenbart. Medium, ja, da das hatte sie ja selber getriggert, da war ich ja auch relativ dankbar, dass das so, dass sie es selber einmal erwähnt hat und dann konnte ich da mit den Geistern arbeiten und dann wusste ich auch, dass Evadaios wieder Medium ist. Das ist mir dann zu dem Zeitpunkt wieder eingefallen. Ja, genau, Sonderfertigkeiten, da hat sie hier auch noch ein paar Traumgänger, ein paar Zauberspezialisierungen, die sie sich gekauft hat. Prophezeien ist nur auf 3, ist aber auch sehr teuer, muss man dann nach G steigern, aber ja, Kampf konnte sie quasi gar nicht. Sie hat dann noch versucht, so ein bisschen mit Raufen und Ringen und so zu arbeiten und dann die Hexenkrallen gelernt. Aber ja, das war bisher wenig effektiv im Kampf. Ja, ich glaube, da sind die Zauber nochmal ein bisschen wichtiger. Bei so einer Hexe ist das ja immer ganz interessant. Wir haben nur noch ein paar Rituale, viele sind das nicht. Blick aufs Wesen 13, ich glaube, den hatte sie bisher gar nicht gewirkt. Der Blick in die Gedanken hat sie auch nicht gemacht. Blitzdichtwind auf 0, es kann unglaublich hilfreicher Kampfzauber sein. Auch ein Unterstützungszauber, der Krähenruf, den hat sie bisher auch nicht gewirkt. Da gehen aber auch die Krähen kaputt, wenn die also aus dem Limbus gerufen werden und die Krähen gehen drauf, dann tut das den Hexen dann doch schon ziemlich leid. Das ist also eher, wenn man sich gar nicht anders zu helfen weiß. Marder Spiegel, Odem Arcanum. Ja, da kann man eben sehen, dass Hexenzauber nicht so sehr breit gefächert sind. Zumindest, wie ich das jetzt hier finde. Wie Gildenmagier, die können da ja eine ganze Menge mehr an Kampfzaubern auch benutzen. Das geht einfach in eine komplett andere Richtung, aber ja, spielt sich einfach anders als ein Gildenmagier. Ja, der Kampfstab, das war ihr Fluggerät, auf den sie sich dann gesetzt hat. Wirklich kämpfen konnte sie damit nicht. Das, ja. Der Dolch ist quasi auch irrelevant gewesen. Eine Irrjan-Rüstung, die ist sicherlich nochmal ganz sinnvoll, wenn man als Magier eine Lederrüstung tragen möchte, eine hohe Lederrüstung und man kann ja auf nicht auf Rüstung mit Eisen zurückkommen, dann ist Irrjan so das höchste der Gefühle. Und Hartholzharnisch, warum hat sie denn einen Hartholzharnisch? Ich glaube, der ist von jemand anderem, also von einem anderen Spielleiter und der lag irgendwo anders rum in der Truhe oder so. Aber die Tuchrüstung, die habe ich ihr erlaubt, die konnte sie sich in Kuntium gekauft. Ja, und Ahmad, das ist so der Letzte, der gemeinsam mit Kiaras gekommen ist. Den hat dann ja Niklas gebaut, der ist auch sehr auf den Kampf optimiert. Er hat festgestellt, dass er einfach wenig andere Sachen kann. Ja, 8000 AP könnt ihr jetzt hier sehen und so. Die sind dann leicht unterschiedlich, diese HTMLs, ungefähr 1000 AP auseinander, aber in dem Bereich passiert dann ja auch nicht mehr so viel. Sind also schon sehr hochstufig, aber haben ja auch sehr viel schon erlebt. Gut. Akademische Ausbildung Krieger ist natürlich durch den Rondra-Geweihten drin. Da kann man dann erstmal alles auf 10 steigern. Ist ganz nett. Anderthalb Hände hat er sich ja auch genommen. Dann haben wir Eisern, Gefahreninstinkt. Wusste ich gar nicht, dass er Gefahreninstinkt auch hat. Schnelle Heilung 1. Auch ganz normal, ganz nett. Wusste ich auch nicht. Ja, hier die Sucht. Vierblättrige Einbeere. Das bestimmt so ein bisschen sein tägliches Dasein, dass er wirklich auch viel Geld braucht. Ja, die Sonderfertigkeiten. Auch da werde ich einmal schnell drüber skippen, weil könnt ihr dann anhalten, das Video, wenn es euch wieder interessiert. Und hier Talentwert 19 auf den anderen Teilbinder. Da ist er dann hier auf die Parade gegangen. Attacke gar nicht so viel.
arbeitet da dann eher mit der Meisterparade. Ja, genau. Alle anderen Talentwerte sind eigentlich sehr, sehr schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Die Tugi-Kenntnisse ist noch hoch mit 9, aber alles andere kann er nicht. Also nicht mal Selbstbeherrschung hat er hoch, Körperbeherrschung bei 5, das ist auch gar nicht so gut. Klettern kann er nicht, Athletik kann er nicht. Das ist schon dafür, dass es noch runtergeweiht ist, ist der. Ich weiß nicht, wo er seine ganzen AP reingesteckt hat. Ja, Liturgien, so spannend ist das nicht. Das sind die ganzen automatischen von der Rondra-Kirche. Ich glaube nicht, dass er dann noch irgendwas Zusätzliches genommen hat. Der Rondra-Kamm, auch nichts Spannendes für einen Rondrianer. Für alle anderen Krieger ist das natürlich die Waffe, die man haben will. Seine Rüstung, alles irgendwie auf 6. 6-2. Und dann zum Schluss noch einmal die Gegenstände. Ja, genau, das waren die HTMLs. Das ist so das, was ich euch aktuell zeigen kann. Relativ aktuell. Wobei da natürlich dann auch irgendwie 1000 AP dazwischen waren. Aber wie gesagt, da passiert dann in diesem Rahmen nicht wirklich viel. Das sind zumindest die XMLs, die ich hatte und die ich jetzt eben als HTML exportiert habe, damit ich euch das hier zeigen kann. Gut, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, das war jetzt wie gesagt eine Frage von Mr. Scamsonite, die habe ich jetzt beantwortet und ich hoffe, das kleine Spezial mal zwischendurch hat euch gefallen. Vielleicht auch so ein bisschen als Entschädigung, als Entschuldigung. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns im nächsten Video.